finde, das ist hier total, das ist ein Dreckstall für mich. Ich weiß nicht, wie könnt ihr hier ein Kind großziehen? So, jetzt muss ich dich unterbrechen. Das Kinderzimmer. Hast du erstmal die Größe gesehen? Hast die Menge an Spielzeug gesehen? Man muss Kritik abkönnen und das ist nun mal so. Bei uns ist hygienisch sauber. Es wird jeden Tag gesaugt. Es wird einmal eine Woche gewischt. Und mehr Hygiene kann man in einem Haushalt nicht haben. Sag mal, kannst du mal ein bisschen sachlich bleiben? So, meine Süße, siehst du dich denn aus? Papa sieht sich auch schnell aus. Ich habe ja nicht gelogen, das ist ja die Wahrheit. Und tja, ich werde ihn aber jetzt trotzdem noch mit seinen ganzen Fehlern konfrontieren. Mal gucken. Zieh dich aus. Dann kommen wir mal zum Thema Essen. Ich habe kein Obst gefunden, ich habe kein... Halt, stopp! Für mich ist der Mensch ein Psychopath. Nein, jetzt red ich. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Nein, das heißt doch eine Schnauze! Ich bin sauer, weil es um unseren Einkauf geht, weil wir angeblich von ihr, man sieht hier, was er angesprochen hat, kein Obst nicht im Haus haben, obwohl man sieht, es ist Obst im Haus. Ich habe meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt. Nicht, weil jetzt wird weiter diskutiert. Der kann mit Kritik überhaupt nicht umgehen. Ich habe mal probeweise in der Küche geguckt. Deine Anspielung mit Obst und so weiter. Naja, ich sag mal, entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd.